Kann sein, dass er... Oh, was ist das denn? Das ist der Trophy. Ja, du, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Catch Carp and Course. Wir wollen heute mal den Pearl Lake in Malaysia unsicher machen. Hier sehen wir schon den Arapaima, da bin ich knapp am Bossfisch vorbeigeschreddert. 199,64 Kilogramm, damit jetzt quasi, ja, 360 Gramm, genau, 360 Gramm haben gefehlt. 2,16 Meter war der. Ein Bossfisch habe ich hier schon gefangen und zwar... Oh, hier doch, Trophäenfische, da ist er doch irgendwo, warte. Einer müsste hier, den Hon. Den Hon habe ich gefangen, das ist ein Rotflossen-Antennenwels, glaube ich, war. Ich guck mal hier gerade nochmal, hier mal durchschauen. Gut, genau, das ist der Rot, oder? Doch, das ist er doch, ne? 36 Kilo, das müsste er sein, ja. Das müsste er sein, der Rotflossen-Antennenwels. Paku habe ich noch gar nicht gefangen. Aber wir gucken uns das jetzt mal an. Hier auch der Mekong Riesenwels, auch 90,6, auch nicht mehr so weit weg vom Trophy. Hier einen schönen Anjumara haben wir auch schon gefangen. Gut, dann geht's los. Ich zeige euch nochmal kurz die Ausrüstung hier. Habe ich jetzt auch schon besseres Equipment zusammengespart, aber das mit den TP, das geht halt recht schnell, ne? Also das geht schon. So, jetzt machen wir hier erstmal noch die andere Route rauf. Die Sonic Vader XRS, die 4 Meter habe ich mir geholt. Da habe ich dann eine Rolle drauf gemacht. Hier die Sonic Extractor 5000 Reel. Dann hier nochmal die starke Schnur drauf. Dann hauen wir hier jetzt den großen Haken drauf. Auf jeden Fall Schlamm. Nimmt auf jeden Fall Schlamm mit. Ich habe jetzt zweier Schlammhaken. Hier müssen wir die Köder noch wechseln. Auf jeden Fall Goldlachs immer mal ein paar Mal mitnehmen hier. Makrele geht auch gut. Also Makrele können wir auch rauf machen. Ja, muss man mal gucken. Goldlachs oder Makrele geht beides eigentlich. Ich mache mal erstmal zweimal Goldlachs und einmal Makrele. Ja, dann sind wir eigentlich hier soweit fertig. Können wir eigentlich los. So, Angelausflug. Pearl Lake. Los. Ach, warte mal. Wir müssen noch die Zeit einstellen. Kann man das jetzt hier noch einstellen? Ja. Ich hatte jetzt hier... leicht bewölkt und dann morgens auf jeden Fall. Morgens. Warte, morgens. So, Standard Angelkoffer, genau. Ja, dann legen wir los, ne? Los geht's. Ja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir heute noch einen Trophy Arapaima an den Haken. Ich bin jetzt hier eigentlich an dem Spot. Also man kann entweder hier oben und dann so Richtung Wasserfall zum Beispiel könnte man versuchen. Also es ist halt, aber morgens auf jeden Fall. Also morgens scheint auf jeden Fall ganz gut zu gehen. So, hier sind jetzt die Steine, genau. Gucken mal, was wir hier den Angelplatz aufbauen können. Ich habe jetzt ja auch schon mal andere Kleidung mir geholt. Irgendwo hier war das. Irgendwo hier genau. Hier hatte ich das aufgebaut. Und dann schmeißen wir hier rüber. Warte, Angelrute ablegen, genau. Schmeißen wir hier rüber. Ungefähr 50%. Wir können dann auch mal einen Clip machen. Also einmal links vom Stein. Links vom Stein ist ganz gut. Das sind jetzt, wie viele Meter sind das? Ja, 64 Meter. Wir können hier mal einen Clip machen. So. So, dann einmal nochmal... rechts vom Stein und einmal direkt vor die Wand. So, hier nochmal hin. Also desto länger die Routen sind und ja, desto weiter kann man dann auch auswerfen. So, können wir auch nochmal klippen. Problem ist halt, man kriegt den Clip, glaube ich, erst raus, wenn man ausgeworfen hat. Das ist ein bisschen blöd. Man kriegt den leider vorher nicht raus. So, das dürfte reichen, weil die Wand ein bisschen dichter ist. Dürften jetzt vielleicht sogar... Ah ne, das passt. So, dann schauen wir mal. Also es gibt hier sogar auch eine Überfischung. Wir waren gestern in Rotterdam auf Hecht. Und so, sag ich mal, so die erste halbe, dreiviertel Stunde, also Real Time, lief sehr, sehr gut. Haben wir alle sehr gut gefangen. Und danach war die Bissfrequenz weg, ne? Also ich denke, es gibt hier eine Überfischung, ne? Ich glaube nicht, dass man wirklich unendlich lange an einem Spot wirklich, ja... bleiben kann. Mal sehen, wann die erste Route geht.
Ja, Malaysia sieht wirklich schön aus. Alles natürlich ein bisschen schlammig. Da hinten ist auch richtig braunes Brackwasser. Hinten beim Wasserfall. Da sind noch ein paar tiefere Stellen, wobei ich den großen Mekong-Riesenwels hier gefangen habe. Auch den großen Arapaima habe ich hier an der Stelle gefangen. Also die Stelle, wenn man, ja, ist halt für beide Fische, denke ich mal, auch für Trophy sehr gut geeignet. Na, hier habe ich mir jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, sieht man das ja, eine Brille noch geholt, ein Cappy. Das sind Tarnkleidung. Hosen kann man leider nicht so viele verschiedene kaufen. Aber man levelt halt auch doch sehr schnell auf. Und ja. Am Anfang ist halt wichtig, erstmal die große Schnur kaufen, den großen Haken. Und dann später kann man sich ja immer noch die Rute und die Rolle holen. Mal sehen, ob es gleich losgeht. Mal gespannt. Am Anfang dauert es ja immer ein paar Minuten, bis es dann losgeht. So, dritte Rute biegt sich hier. Soll ich mal einkurbeln? Oha. Also wenn der Fisch, wenn der Drill ungefähr so, also mit dem Equip, was ich jetzt hier habe, ungefähr so 10 Minuten oder 8, 9 bis 10 Minuten geht, dann könnte schon Richtung Trophy gehen. Also was jetzt Arapaima und Mekong Riesenwels betrifft. Oh, jetzt geht die Anrute. Egal, da müssen wir jetzt. Der scheint hier auch relativ groß zu sein, deswegen. Wir bleiben jetzt erstmal eine Route nach der anderen abarbeiten. Ich mag das immer nicht so, dann die Route ablegen und dann sich um die nächste kümmern. Drill lieber dann ein bisschen immer zu Ende. Gucken, was das hier überhaupt ist. Ich sehe es noch nicht. Bremse können wir noch ein bisschen höher machen. Ah, ist ein Arapaima. Aber ich glaube kein Riese jetzt. Sieht schon relativ groß aus, also ich schätze mal so 60 bis 100 Kilo vielleicht. Aber ein Riese ist es auf jeden Fall, also ein Trophy ist es glaube ich nicht. Schlecht sieht er nicht aus. Bei den Mekong Riesenwälzen, da täuscht das immer ein bisschen. Oder oh, schwimmt wieder weg. Also könnte. Oh, schlecht ist es nicht. Aber er muss halt. Also beim Arapaima würde ich schon sagen, so 8-9 Minuten mindestens muss er kämpfen. Sonst wird er, glaube ich, nichts. Und der schwimmt immer auf einen zu und schwimmt dann wieder weg. Und jetzt hatte ich auch schon 50 Meter hier. Ja, fast 50 Meter genommen. Aber den drehen wir jetzt gerade mal 3 Minuten, also das ist noch ein bisschen zu kurz. Aber sieht schon echt schick aus hier in Malaysia. Und so ganz hübsch gemacht. Ah, der ist weg, der eine. Jetzt kurbelt er ihn ran. Naja, das war's schon. Der ist schon müde. 3 Minuten. Das kann's vergessen. Das ist kein Trophy. Schlecht ist er nicht. Schlecht ist er nicht, aber jetzt haben wir sogar einen Erfolg bekommen. Ja, 69 Kilo. Naja, können wir mal einen Screenshot machen. Aber da fangen wir auf jeden Fall noch einen größeren. Das auf jeden Fall. So, die 1... Ich weiß gar nicht, irgendeine Route. Ich glaube, wir müssen beide wieder neu auswerfen. Ah, der stoppt den immer schon ein bisschen früher, ne?
glaube, die 2 müssen wir auf jeden Fall neu auswerfen. Ich weiß jetzt nicht, was mit der 1 ist. Leider, aber können wir auch nochmal sicherheitshalber neu auswerfen. Ich glaube, das mit dem Clip ist nicht so geil, ne? Weil er dann zu schnell stoppt und dann fliegt das wieder zurück. Aber das passt. Und nochmal die 1, die Makrele, ob da was dran war. Ich weiß ja nicht, ob der Köder jetzt noch dran ist, ne? Das hat das Problem. Ich habe es jetzt nämlich nicht gesehen, ob beide Routen jetzt gingen. Oh, die 3. Bitte bleib dran, bitte bleib dran. Ah, Spannung geht runter. Eieieiei. Also das ist genau diese Ausschützwahrscheinlichkeit. Also dieser Balken da links, ne, mit diesem, mit der jetzt orange ist bei mir, ne? Wenn der auf 0 ist, dann schlitzt der Fisch aus. Und der Balken geht halt runter, wenn die Spannung zu hoch ist, also wenn die, ne, also wenn die jetzt hier oben immer dabei Haken belastet, da zu doll im Rot, also wenn die halt auf Anschlag geht, oder wenn die Spannung zu weit unten ist, also wenn die unten in den roten Bereich reingeht, dann geht links dieser Balken runter. Und ihr müsst halt immer versuchen, mit der Bremse zu spielen, ne, die Bremse hoch und runter machen, damit ihr, oh, da sind wir schon ziemlich dicht, damit ihr quasi oben im Bereich safe seid und unten, ne, damit die Spannung nicht zu niedrig wird und die Spannung ein bisschen hochhalten könnt. Und dann halt immer kurbeln, ne? Am besten immer kurbeln. Außer er geht jetzt halt wirklich in den roten Bereich rein und ihr kriegt den erstmal nicht mehr runtergedreht. Dann, ja, dann auf jeden Fall auch aufhören zu kurbeln. Ach, das ist gar kein Arapaima, das ist ein Anyomara. Das ist ein Anyomara. WTF, der ist aber groß, Alter. Oh, das könnte ein richtig guter sein. Das ist ein Anyomara. Eieiei. Ah, der ist doch nicht müde. Doch, der ist schon müde, lol. Aber der ist nicht schlecht. Ah, 6,7. Schade. Ein bisschen mehr sein können. Das war die 3. Ja, Anyomara sind hier nämlich auch. Also hier ungefähr so in dem Bereich wurde mir gesagt, so von 1,2 bis 1,4 Meter bei den Steinen halt, bei der Wand. Gucken, was jetzt als nächstes geht. Oh, die 1 geht. Bitte, bitte bleibt dran, bitte, bitte bleibt dran. Danke. Bin mal gespannt, ob wir heute nochmal einen richtigen, heftigen Drill haben. Bin ich mal gespannt. Aber die Stelle ist nicht schlecht. Also hier könnt ihr auf jeden Fall sehr gut leveln. Sehr gut TP verdienen. Habt ihr auch gute Chance auf einen Trophy. Und Trophy sind, wie gesagt, diese Bossfische, ne? Das sind die Trophys. Es gibt halt noch Rares. Ne, die sind halt dann schon, ja, auch schon ein gutes Exemplar. Oh, da kommt schon wieder ein Anyomara, glaube ich. Schon wieder aus wie ein Anyomara. Aber auch kein schlecht. Also der sieht schon ziemlich bullig aus, würde ich sagen. Aber täuscht auch manchmal mal ein bisschen, ne? Oh Gott. Dann nochmal direkt auf uns. Abgetaucht hier auf und zu. Jetzt kommt. Ah, da hast du mehr. Ja. Soll mal ein bisschen aufpassen. Hinten beim Steg übrigens, wenn ihr am Steg Richtung Wasserfall angelt, müsst ihr ganz vorsichtig sein, weil der Fisch auch mal unter den Steg durchschwimmt und dann ist er direkt weg. Ne? Wenn der unter den Steg durchschwimmt, wegen der Kollisionsabfrage, dann ist er leider. Dann, ja, ist die Schnur halt gerissen, sobald er da durchschwimmt. Oh, den dürften wir jetzt gleich cashen können. Ja. Der sieht aber gar nicht so schlecht aus, ne? Und wie viel hat er? Ah, 9,88. Schade. Ist noch ein gewöhnlicher. So, mal sehen. Die anderen beiden Routen gleich nochmal was haben. Oh, ja doch, der war... Doch, der ist okay. Also ein paar Fische haben wir schon gefangen.
Und gerade diese Makrele und den Goldsack schaltet ihr halt frei, sobald ihr einen großen Haken gekauft habt. Also ich habe mir gleich halt den Zweierhaken gekauft. Da schaltet ihr dann die nächsten Köder frei. Da gibt es auch noch andere Köder. Also es ist nicht bloß die Köderfische. Man schaltet auch noch ein paar andere Köder frei. Ich meine, so ein Trophy ist halt wirklich schon selten. Also den... Das ist jetzt nicht so, dass man den jetzt in einer Stunde hat, ne? Also da muss man wirklich schon gezielt ein paar Stunden angeln. Sonst kann man das, ja, also so schnell. Ich meine, klar, wenn man Glück hat, kann man den natürlich auch recht schnell kriegen. Gestern im Stream waren noch einige, die haben es schon wirklich seit Anfang, jetzt seit Release schon probiert, noch keinen Bossfisch gehabt. Ich hatte jetzt meinen ersten Bossfisch so ungefähr nach 10 Stunden. Weil es ist halt wichtig, die Uhrzeit, also der, ne, die Tageszeit ist wichtig, der Ort ist wichtig, der Köder ist wichtig. Ne, das sind so die Punkte, dass man überhaupt einen Bossfisch kriegen kann. Da ist schon wieder ein Anjumara, oder was? Ne, das ist ein Riesen-Mekong-Wels, oder? Entweder, ne, Rotflosse? Ne, Rotflossen-Antennenwels ist das. Stimmt, das ist ein Rotflossen-Antennenwels, ja. Die sehen auch von der Farbe, ich hatte, mein Bossfisch war so ein gelber. Also es ist unterschiedlich, wie die von der Farbe aussehen. Das ist auch cool, dass die Fische generell unterschiedliche Farben haben. Dass nicht jeder Fisch gleich aussieht. Das finde ich halt, geil gemacht. Könntest du ja in der nächsten Folge mal Rotterdam angucken. Gucken, was wir da noch so fangen können. Vielleicht nochmal einen schönen Hecht. Oder einen schönen Zander. Und hier hatte ich schon mal einen Trophy von gehabt hier. Von diesem Rotflossen-Antennenwels. Den Honnen hatte ich da gehabt. Gucken, was das jetzt hier ist. Der ist ein bisschen kleiner, glaube ich. Gucken wir mal. Oh, der sieht aber auch schick aus, ne? 19,9, schade. Auch leider nur ein Kamen. So, da kommt der nächste. Gucken, wie groß der ist. Spannung geht schon mal hinten ziemlich hoch, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Boah. Könnte Arapaima oder Wels. Oh, was ist das? Hä? Was war das denn jetzt? Ah. Oh. So, hier haben wir auch nochmal einen schönen Biss. Mal gucken, was das jetzt hier ist. Einer ist mir gerade ausgeschlitzt. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Da war, glaube ich, die Spannung zu hoch vielleicht. Irgendwie, der ging... Aber keine Ahnung, was das eben war. Eben war gerade echt komisch. Hatte gerade einen richtig großen Fisch dran. Aber den konnte ich irgendwie nicht zu Ende drillen. Ich werde mal hier den Schnurclip wieder rausmachen. Quatsch. Ah, der ist leider nicht so groß wie der davor. Schade. Schade. Da hatten wir eben, also kurz davor, ich glaube, ich schneide es im Video auf jeden Fall nochmal mit rein. Da hatten wir einen richtig guten eben. Der war richtig gut eben. Da haben wir wieder einen Anjumara. Schade. Ach, schade. Da hatten wir von eben... Ah. Kann auch sein, dass uns eben der Haken irgendwie vielleicht gebrochen ist. Irgendwas war da eben.
Aber die Fische lassen sich wirklich gut lenken hier auch mit der Route. Ich glaube, der kommt ja zum Cachen. Ja, mal gucken. Schlecht ist der nicht. Ah, da geht schon die nächste Route. 10,5. Okay. Oh, nee. Der nächste weg. Was ist denn das? Da ist der nächste weg. Eieieiei. Also entweder sind die wirklich so groß hier. Eieieiei. Vor allem so schnell hätte man eben schon wieder fast gar nicht reagieren können. Ich weiß jetzt nicht, mal erstmal die 3 nochmal raus. Das kann auch wieder Makrele eben gewesen sein. Irgendwo war da gerade was dran. Hier einen Schnurclip können wir hier auch rausmachen. Auch raus. Nicht, dass das irgendwie da mit dem Schnurclip zusammenhängt. Das wäre ja ärgerlich. Es ist halt wirklich so, weil hier eine Kollisionsabfrage ist auch mit der Schnur. Und wenn der irgendwo hängen bleibt oder der Fisch, ne, wie jetzt beim Steg zum Beispiel, drunter durchschwimmt, dann ist direkt vorbei, ne? Oder geht schnell los. Ich glaube, die 1 müssen wir auch nochmal aus. Oh, das gibt's doch nicht. Alter, wie schnell muss man denn hier reagieren? Hör auf. Ich glaube, den müssen wir wieder rausholen, ne? Ich weiß ja nicht, ob der Köder jetzt immer dran bleibt. Ich hole die dann lieber immer nochmal wieder neu raus. Und schmeiße die nochmal neu aus. Weil ich habe dann immer Angst, dass der Köder dann schon gefressen wurde. Ich glaube, die 1 müssen wir auch nochmal rausholen hier. Guck mal, er zeigt auch nichts mehr an hier mit Schlamm, ne? Jetzt zeigt er es wieder an. Aber ich weiß ja nicht, ist der Köder jetzt dran oder nicht? Das sieht man hier leider nicht. Wenn man rausholt, ist der Köder zwar dran, aber ich glaube, man muss einfach nur ein bisschen wieder reinkurbeln, ne? Naja, nochmal gucken hier. Das hatte ich ja auf Wels am Ebro, habe ich das ja auch gehabt. Da waren auch immer ab und zu mal so Bisse, wo du so schnell gar nicht reagieren konntest. Ja, und die dann halt direkt, wo es dann so klack gemacht hat, ne? Und dann ist der Fisch ja leider weg. So, hier haben wir nochmal, oh, keinen schlechten Biss. Ich brauche mal die Bremse lieber ein bisschen weiter runter. Der Biss ist nicht schlecht hier. Lieber mal ein bisschen runter machen die Bremse, aber... Na doch, das ist ganz gut. Ich hoffe, der ist jetzt nicht hinter dem Stein geschwommen. Ja, mal ein bisschen nach links wiederholen, dass er erstmal auf uns zukommt, ne? Nicht, dass er da hinter den Stein schwimmt und das dann wieder abreißt. Ich weiß noch nicht, was das jetzt ist. Von hinten, also von weiter weg, ich habe keine Ahnung. Da kann der nicht ranzoomen. Aber der bis vorhin, der abgerissen ist, der war richtig gut, ey. Das könnte vielleicht sogar ein Wels sein. Jetzt kommt er ein bisschen dichter. Oh, jetzt geht die 1. Auch relativ schnell unterwegs, die 1. Geht auch in die Bremse. Aber wir holen den erstmal raus hier. Ah, der ist krass in der Bremse da, auf der 1. Oh, der sieht, was ist das? Ist das ein Arapaima oder? Oder ein, ich weiß nicht.
Oh, der hat auch noch eine dicke Schwanz. Alter, das hat der. Alter, das ist ein Wels. Das ist der Mekong-Wels. Oh, der könnte gut sein. Der sieht nicht schlecht aus. Also die Flosse sah schon richtig gut aus. Jetzt kann es wieder sein, dass er wieder wegschwimmt. Ich mache die Bremse lieber ein bisschen runter. Boah, was ist das? Guck mal, der Schatten unter Wasser. Was ist das denn? Der Schatten unter Wasser, der ist ja monströs. Alter, was ist das denn? Der ist ja riesig. Alter. Der ist mal richtig groß hier. Mal gucken, wie lange der Dreh jetzt geht. 3 Minuten haben wir jetzt. Kann sein, dass er... Oh, was ist das denn? Das ist der Trophy. Das ist der Trophy. Hör auf. Alter, was ist das für ein Monster? Ich mach mal die Bremse lieber ein bisschen runter. Alter, was ist das für ein Monster? Habt ihr das gesehen, als er oben kam? Alter, was für ein Vieh? Was für ein Vieh? Das ist definitiv Bossfisch. Der ist ja dreimal so groß wie ein Arapaima. Guckt euch das Vieh an. Was ist das denn? Alter, was ist das denn? Hör auf. Hör auf. Alter. Der Dreh wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Oh nein, 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 nein. Ich kurbel doch schon. Alter. Da ging die Spannung gerade mal. Oh, jetzt bloß nicht ausschlitzen hier, Alter. Alter, was ist das für ein Vieh? So einen Drill habe ich ja noch nie gehabt. Das ist doch Moby Dick hier. Das ist doch... Alter, das ist doch Moby Dick. Alter. Kommt der schon zum Kescher? Nee, ne? Alter, was für ein Monster. Bitte jetzt nicht ausstützen. Was für ein Monster. Das ist ein Riese. Das ist wirklich ein Riese. Das, der Drill wird jetzt ein bisschen länger dauern. Das ist schon bei knapp 5 Minuten jetzt. Alter. Alter. Den will ich unbedingt landen. Den, jetzt pumpt mein Herz hier richtig. Das haben die hier von meinem wirklichen Herz ins Spiel übernommen. Jetzt schwimmt der wieder weg. Boah, Alter. Das ist ein Bossfisch. Was für ein Monster. Und das ist halt dann wieder geil, ne? Das macht dann wieder Spaß hier, ne? Da wird man richtig, richtig gefordert hier. Ne, man muss jetzt halt aufpassen, dass die Spannung nicht zu niedrig wird, dass sie nicht zu hoch wird. Ich, oh Gott. Da kommt er wieder. Aber der lässt sich noch nicht... Doch, er lässt sich jetzt cashern. Alter, der kommt schon zum Cashern. Alter, was ist das? Was ist das? Was ist das? Aber er will noch nicht cashern. Komm nach links, komm nach links. Und jetzt hier zu mir. Komm her. Komm her. Komm her. Jetzt, jetzt, jetzt. Den haben wir, ne? Alter. Was ist das denn? Was ist das? Alter, 104 Kilo Titan. Mekong Riesenwels. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Alter. Hör auf, ey. Hör auf. Auf Goldlachs. 2,97 Meter. 104,47 Kilogramm Titan Mekong Riesenwels. Eieiei. Alter. Was war das denn? Wo kommt der denn her? Und der war jetzt, der Drill war, ja, 5,5 Minuten, ne? 5,5 Minuten, aber das war, also, von der Entfernung sah der gar nicht so groß aus hinten, ne? Aber als er dann so dichter kam und man dann so den Schatten drunter gesehen hat, ne? Alter. Ja, haben wir den nächsten Bossfisch gefangen. Geile Sache. Der hier ist auch nicht schlecht. Hat auch schon gut Schnur genommen. Alter Verwalter. Das ist aber wirklich Moby Dick, oder? Das war aber wirklich Moby Dick jetzt. Ich würde sagen, den holen wir noch raus. Und den haben wir erstmal gute Ausbeute hier gemacht. Eieieiei.
Der war wirklich mal Moby Dick, ey. Stell dir mal vor, man hat wirklich, man hat in Real Life sowas mal. Zweimal Ausflug an der Route, Alter. Und man sieht das vor sich, Alter. Das ist aber wirklich so ein Fang des Lebens, oder? Das ist dann wirklich hier Jeremy Wade Style. Unbedingt, ey. Gucken, was da jetzt kommt. Auch kein kleiner, ne? Alter, der ist auch groß. Was ist das? Ist das nochmal ein Mekong? Zwar nicht ganz so groß wie der erste, glaube ich. Ne, der ist kleiner. Der ist kleiner. Der ist ein bisschen kleiner. Ich weiß auch nicht, was das jetzt genau ist. Ob das so ein Anjumara hier ist. Gucken, was das jetzt hier... Ich sehe den immer noch nicht. Noch nicht gesehen. So richtig. Ist halt auch schon ziemlich schlammiges Wasser hier, ne? Schwimmt der wieder weg. Boah, der scheint aber auch schon ein guter Fisch zu sein hier. Oh, was ist das? Ist auch so ein Mekong, ne? Sieht so ein bisschen danach aus. So von vorne, so das Gesicht. Also der Kopf. Noch mal gucken. Aber das Gewässer finde ich irgendwie noch mit am spannendsten. So von den Fischen her, weil sowas kennt man ja bei, sage ich jetzt mal so, normal nicht diese Fische, ne? Das sind wirklich schon besondere Fische hier. Exotische Fische, sagen wir mal so. Und der scheint ja aber auch gut zu sein. Gut, dass der noch an der Route geblieben ist, dass der nicht abgerissen ist hier. Er sieht auch aus wie so ein Mekong, aber das ist auf jeden Fall kein Trophy denn. Aber auch kein schlechter. Mal gucken, jetzt dürfte er gleich kommen. Oder ist das so ein... Nee, rot... Nee. Nochmal. Wäre ich mal gespannt, was das jetzt ist hier. Oder ist das... Ist das ein Anjumara? Nee, ne? Ah, der ist schon echt stark, ne? Oder ist das so ein Rotflossen an... Nee. Guck mal nach rechts. Boah, ist auch nicht schlecht, ne? Ist das... Ist das... Ist ein Rare. Ach, das ist ein Mekong Riesenwels. Doch mal 84 Kilo. Ah, okay. Doch wieder ein Mekong, ja. Alles klar. Gut, das sollte es mal gewesen sein. Dann vielen Dank fürs Einschalten und morgen am Dienstag bin ich auch wieder live auf Twitch TV. Mal gucken, ob wir RF hier oder vielleicht doch nochmal The Catch. Müssen wir mal schauen, was wir machen. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video oder im Livestream Twitch TV. Anne Waterfrank. Tschüss.